Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurs in akustikgitarrenlernen.de. Heute wollen wir uns mit einem etwas aktuelleren Titel anschauen. Und zwar von Ray Garvey, It's a Good Life. Und ja, der Song hat drei Teile: Strophe, Pre-Chorus oder Vorrefrain und dann eben den eigentlichen Refrain. Und ich habe in dem Feld unten den kompletten Text rein kopiert und auch die Akkorde drüber geschrieben. Ihr seht ja, wir haben den Capodaster im fünften Bund und ich habe die Akkorde, die wir jetzt hier spielen, also beispielsweise der erste Akkord ist A-Moll, den habe ich jetzt als ersten Akkord hingeschrieben, oben drüber eben, und in Klammer eben den Akkord, der eigentlich klingt, ja, weil es klingt ja kein A-Moll, sondern Capodaster im fünften Bund mit A-Moll ergibt, was ergibt es? Klar, D-Moll, ja, weil wir ja fünf Halbtonschritte nach oben gehen, von A aus fünf Halbtonschritte nach oben, A ist oder B-Flat, B, C, Cis, ja, und dann sind wir eben beim D. Und genau, dann haben wir eben D-Moll. Also der Akkord vorne ist der Akkord, den wir greifen, den wir so kennen, von den Wald- und Wiesenakkorden. Und der in Klammer steht, ist der dann, der tatsächlich klingt. Und jetzt wollen wir uns dann als nächstes erstmal das Schlagmuster anschauen. Das ist nicht ganz einfach und er ist da auch ein bisschen frei, also er spielt das nicht immer gleich, sondern variiert das auch immer wieder. Aber eben, wir schauen uns das jetzt gleich mal an und davor hole ich die Kamera an. Bis gleich. So, also das Schlagmuster ist, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein bisschen nicht direkt improvisiert, aber doch relativ frei. Also er spielt das nicht immer gleich. Und ich habe mir jetzt einfach ein Pattern überlegt, was man durchspielen kann und was dann so irgendwie in die Richtung geht, was er zum Teil auch verwendet. Aber er spielt insbesondere am Anfang von dem Song, spielt er das Schlagmuster sparsamer. Also da schlägt er nicht so viel an. Von daher, der könnte auch ein bisschen variieren, eben in der Strophe, beziehungsweise dann eine kleine Steigerung zum Pre-Chorus oder dann eben zum Refrain hin. Ja? Und zwar, wir legen einfach mal die Finger so flach auf die Saiten. Und das Ganze läuft im 16. Bereich ab. Wir machen mal, um reinzukommen, Folgendes. Wir tun einfach mal nur 16. spielen, das heißt, es wäre dann so. Und zwar tun wir immer den ersten Schlag einfach ein bisschen betonen von den Vieren. Also das wäre dann eine und der zwei und der drei und der vierte und der eine und der zwei und der drei und der vierte. Und einfach mal so ein bisschen weitermachen, um da so ein bisschen reinzukommen in dieses Gefühl. Weil die Hand nachher dann auch entsprechend so durchlaufen sollte. So, das ist also unsere Basis. Ja, das kann man auch, das ist im Übrigen auch eine ganz gute Übung, wenn man so anfängt zu üben, einfach um so ein bisschen die rechte Hand mal warm zu kriegen. Und wenn ich die Finger so auf die Saiten lege, so ganz locker, durch die Vibration der Saiten, werden die Finger der linken Hand auch wärmer sozusagen. Obwohl man eigentlich gar nichts mit denen macht. Aber eben durch das Anschlagen der Saite vibrieren die Saiten. Und das sorgt eben dafür, dass die Finger links auch wärmer werden. Gut, so. Jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Rhythmus an. Und zwar machen wir mal Folgendes. Wir schlagen mal nur auf 1 und 2 an. Also quasi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ihr merkt schon, ich lasse meine Hand so weiterlaufen in diesem 16. Rhythmus sozusagen, in diesem 16. Mikro-Time, wie man auch dazu sagt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt, glaube ich, nicht allzu schwierig. Jetzt der nächste Schlag kommt quasi auf 2e und e. Also so, eine und zwei und e. 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 So, das nächste ist dann, dass wir auf Schlag 3 eben nicht spielen, sondern erst auf Schlag 3e. So, ich mach's mal vor. 3, 4. Eine und zwei und e und e. Ne? Eine und zwei und e, 3e. Zusammen. 3, 4. Eine und zwei und e, 3e. 3, 4 und eine und zwei und e, 3e. 3, 4. Eine und nochmal 3, 4. Eine und zwei und e, 3e. 3, 4. Eine und zwei und e, 3e. Und jetzt kommt auf 3e und noch ein Schlag. Und dann haben wir es auch schon fast. 3, 4. Eine und zwei und e, 3e und. 3, 4. Eine und zwei und e, 3e und. 4 und. Eine und zwei und e, 3e und. 4. Eine und zwei und e, 3e und. 4. Eine und zwei und e, 3e und. Eine und e. Na, das war falsch. Nummer 3, 4 und. Eine und zwei und e, 3e und. 4. Eine und zwei und e, 3e und. 4 und. Eine und zwei und e, 3e und. So, und zum Schluss spielen wir dann 4 Sechzehntel durch. Also auf dem vierten Schlag spielen wir komplett 4 Sechzehntel durch. Ich mach's mal vor. 3, 4. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. 3, 4. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. Zusammen. Langsamer. 3, 4. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. 2, 3, 4. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. 3, 4. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. 3, 4. Eine und zwei und e, 3e und e, 4 und e. 3, 4. Eine und zwei und e, 3e und e, 4 und e. 4 und. Eine und zwei und e, 3e und e, 4 und e. 4 und. Eine und zwei und e, 3e und e, 4 und e. Und jetzt versuchen wir es zweimal hintereinander zu spielen. 3, 4. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. 2, 3, 4. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. Ja, wenn man so viel zählen muss, ist ganz schön anstrengend. 3, 4 und. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. Eine und e, zwei und e, 3e und e, 4 und e. Jetzt machen wir das Gleiche, auch zweimal, aber ohne zählen. Also, dass ich laut mitzähle. Mal schauen, ob du es schon hinkriegst. 3, 4 und.
Ja, gut, nochmal. 3, 4 und. Drei, vier, und. Gut, nochmal. 3, 4. Und jetzt versuchen wir es mal im Kreis zu machen. Ja, also ohne Pause jetzt. Einfach weiterspielen. 3, 4, und. So, ich hoffe, das Schlagmuster ist jetzt soweit klar. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, dann einfach den Part ein paar Mal anschauen und mitüben. Und ich denke, dann wird das auch relativ bald funktionieren. So, wir schauen uns die Akkordfolge an. Wie gesagt, der Song hat 3 Teile. Strophe, Vorrefrain, Pre-Chorus auch genannt. Und den eigentlichen Refrain. Anfangen tun wir mit der Strophe. A-Moll ist der erste Akkord. E-Dur der zweite, dann haben wir D-Moll und dann wieder A-Moll. Das Ganze wird dann 2-mal pro Strophe gespielt. Aufpassen, wir haben am Anfang und am Ende A-Moll. Das heißt, wir haben dann sozusagen 2 Takte hintereinander A-Moll, müssen also 2-mal das Muster mit A-Moll spielen. Beim D-Moll würde ich unbedingt hier den kleinen Finger nehmen. Grundsätzlich. Das vielleicht so als kleinen Exkurs. Und zwar deshalb, wenn wir das mit dem kleinen Finger greifen, dann seht ihr, dass mein Ringfinger frei ist. Ja? Und wenn der Ringfinger frei ist, kann ich hier sehr schnell zum F-Dur wechseln, weil, oder auch zum C-Dur oder auch zum G-Dur, weil eben der Ringfinger frei ist. Wenn ich D-Moll mit dem Ringfinger greife, muss ich immer hier rüber springen. Das wird nie richtig gut werden. Wenn der Ringfinger aber frei ist, komme ich hier viel schneller hin. Ja? Also deshalb unbedingt einen kleinen Finger nehmen. Bei dem Wechsel zu E7, der durchaus auch vorkommt, habe ich sogar noch einen größeren Vorteil, weil der kleine Finger liegen bleiben kann. Ja? Und beim Lieblingsakkord aller Gitarristen, beim B-Dur-Akkord, kann ich auch den kleinen Finger liegen lassen. Ja? Also ihr seht, D-Moll mit dem kleinen Finger bringt eigentlich nur Vorteile. Ich würde mal behaupten, in grob geschätzt 98% aller Fälle, wenn es reicht, bietet sich's an, den kleinen Finger zu verwenden. Es mag sein, dass es vielleicht mal den einen oder anderen Fall gibt, wo der Ringfinger auch gut wäre, aber grundsätzlich würde ich den D-Moll mit dem kleinen Finger greifen. Das als kleinen Exkurs. Und jetzt fangen wir an mit dem Schlagmuster, beziehungsweise die Akkorde mit dem Schlagmuster zu spielen. 2, 3, wir haben vom A-Moll 4 und E-Dur, D-Moll und wieder A. Mal. Thank you.
Das ist die Strophenakkordfolge. Dürfte, wenn der Rhythmus klar ist, auch kein Problem sein. Dann haben wir den Pre-Chorus oder Vorrefrain. Der geht C-Dur. Dann haben wir E-Moll. Wieder D-Moll. Und dann haben wir G-Dur. Und jetzt werden die ersten drei wiederholt. C-Dur, E-Moll, D-Moll. Und jetzt kommt ein anderer Akkord, nämlich E-Dur. Ja, also nochmal. C-Dur, E-Moll, D-Moll, jetzt G-Dur, wieder C-Dur, E-Moll, D-Moll und E-Dur. Spielen wir das auch mal so im Kreis. 3, 4 und... Das war der Pre-Chorus. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Refrain. Der fängt an mit F-Dur. Dann haben wir C-Dur. Dann haben wir G-Dur und A-Moll. Ja, nochmal. F-Dur, C-Dur, G-Dur und A-Moll. Wenn ihr den großen Barré nehmt beim F-Dur, achtet darauf, dass ihr den Ringfinger beim C-Dur wirklich liegen lasst. Ja, also sehe ich ganz oft im Unterricht, großer F-Dur-Barré gegriffen, dann gehen alle Finger weg und gehen dann wieder drauf. Jetzt sehr übertrieben natürlich, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, also ihr nehmt euch genau den großen Vorteil, den dieser Wechsel bietet, nämlich dass der Ringfinger liegen bleiben kann. Also achtet mal beim Üben drauf, wenn ihr das noch nicht macht, dass ihr wirklich da den Ringfinger liegen lasst. Dann eben G-Dur und A-Moll. Ja, ist glaube ich klar. Dann haben wir wieder F-Dur. Dann haben wir C-Dur. Und jetzt kommt E-Dur. Und wieder F-Dur. Ja, also nochmal. F-Dur, C-Dur, G-Dur und A-Moll. F-Dur, C-Dur. E-Dur und F-Dur. Beim Refrain gibt es jetzt zwei Besonderheiten. Erstens, beim ersten Refrain lassen wir den F-Dur am Schluss, den letzten Akkord, den schlagen wir nur einmal an und lassen ihn dann klingen. Ja? Also 1, 2, 3, 4 und dann geht es wieder in die Strophe rein. Der zweite Refrain, der sieht jetzt so aus, dass wir die ersten vier Akkorde, also F, C, G, A-Moll, die wiederholen wir viermal und dann erst geht es in diesen zweiten Teil mit F, C, E-Dur und dann den F. Ja? Und also wir haben Strophe, Pre-Chorus, Refrain, Strophe, Pre-Chorus, erweiterte Refrain sozusagen. Und dann kommt nochmal die erste Zeile vom Pre-Chorus. Also nochmal C-Dur, E-Moll,
D-Moll und hört dann mit G-Dur auf. Ja? Das wäre jetzt nochmal zum Ablauf, zur Struktur des Songs. Aber wir waren ja beim Refrain eigentlich. Also, nochmal F-Dur, C, G-Dur, A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur, klingen lassen. Ja? So, jetzt spielen wir so zwei, dreimal den Refrain hintereinander und lassen den letzten F immer klingen und fangen dann wieder mit dem Refrain an, als Übung einfach. 3, 4 und... sind die drei Teile hoffentlich klar. Und jetzt werden wir dann nochmal zusammen einmal komplett den Song durchspielen. Ich kann nicht singen, ja, also es geht einfach nicht. Und von daher, wir spielen es jetzt einfach mal zusammen durch. Und ihr habt ja den Text und die Akkorde entsprechend. Wenn ihr das singen wollt, tut es. Ich kann es nicht. Ja? Also 1, Strophe geht's los, 2, 3, 4 und. Wie gesagt, Ray Garvey spielt da relativ frei, weil da ja auch kein Schlagzeug dabei ist und so weiter. Da ist er ein bisschen freier manchmal in der Begleitung und auch im Tempo und so weiter. Und von daher, ihr könnt da auch durchaus variieren. Ich habe jetzt im Refrain auch ein bisschen den Rhythmus variiert. Und da seid ihr relativ frei. Das Muster, wie gesagt, orientiert sich einfach an der einen oder anderen Stelle, wo er das einfach so spielt. Und mit ein bisschen Übung sollte das dann auch wirklich durchlaufen. Aber fühlt euch auch sozusagen frei, den Gesang mit der Begleitung so ein bisschen zu unterstützen, beziehungsweise das an den Gesang anzupassen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonnier meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch einiges tun. Teil das Video, damit auch andere den Song lernen können. Like meine Facebook-Seite, komm bei Twitter vorbei. Wenn du einen kompetenten Gitarrenlehrer suchst, ich unterrichte jetzt seit knapp 30 Jahren und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Ich mache das auch über Skype und wenn du da weitere Infos dazu haben möchtest, komm auf meine Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Ansonsten habe ich noch ein neues Projekt am Start, nennt sich akustikgitarrelernen.de. Wie der Name schon sagt, geht es da um die Akustikgitarre. Und auch da wird es in der nächsten Zeit viele, viele Lektionen und Lessons geben. Und würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit It's a Good Life. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!